So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. So, wollen wir mal kurz gucken. Also, wir hatten. Ja, wir müssen unser Inventar noch weiter aufräumen. Lol. So. Ja. Du kannst weg, 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 du kannst weg. Warum sind wir eigentlich hier? Ach ja, weil wir gerade unsere Werkzeuge aufgeladen haben. Lol. Pardon? Home. Nein. Ach, und wir haben unsere Axt ins Ding gepackt. Verdammt. So. Achso, wir erstmal nach Hause. Denn ohne Spitzhacke baut er sich unten relativ schlecht. Hab er mir gesagt. So, das haben wir. Jetzt haben wir drüben gar keine Sittlinge mehr, ne? Das heißt, ich nehme mal nochmal von hier zwei Sittlinge mit, jeweils für... was brauchen wir am ehesten? Eigentlich brauchen wir alles. Verdammter Kikifatz. So, das heißt, ich nehme einmal dich mit... Einmal dich mit und einmal dich. Wollen wir mal gucken. Du bist dieser Kiefernbaum. Ich glaube, davon wäre am sinnvollsten. Das heißt, ich nehme mal von dem zwei mit. So. Das sollte passen. Du kannst weg. So. Da sehe ich gerade, da geht immer noch dieser komische Baum da in der Luft. Was denn da eigentlich passiert? Wie halt in alle Himmelsrichtungen fliegen. Du kriegst die Tür nicht zu. So. Dann, hier kommt auf jeden Fall der Dschungelbaum hin. Hier kommt der Essmannbaum hin. Da so der andere. Und du kommst nach da. Also keine Ahnung. Let's go. So, dann haben wir jetzt unsere Spitzhacke. Die brauchen wir erstmal nicht. Das heißt, du kannst in die Tasche. Was hier noch? Oh, hier ist auch noch Stuff drin. Let's go. Alles weg. Verdammt, bei mir macht die Bahn. So. Wo waren wir? Ah ja, wir waren hier. So, und hier wollte mal gucken, wie es ist, wenn ich stattdessen hier lieber so abbaue. Komm, ich muss noch eins höher. Drei.
Irgendwie hängt mein Kopfhörer hinterher vom Sound. Und zwar ultra. So. Oh, kann man so machen tatsächlich. Oh, ich will doch noch alles. Aber ich glaube mal, wir sind so, wenn wir wirklich einfach so laufen, sind wir fast schneller, oder? Ich meine, besser natürlich so, aber so bin ich zu schräg, ne? So baue ich, genau. So baue ich, so baue ich mich horizontal ab. Das geht also auch nicht. Ich muss wirklich so gerade laufen. Hier los. Kommt jetzt ja nicht mit. Schon besser. Okay. Please chill. Mit dem nach oben bauen hast du halt das Problem, dass hier überall das Zeug noch rumliegt, ne? Hey. Bin ich voll? Wieso komme ich da nicht ran? Danke. Ja. Wieso komme ich da nicht ran? Hangarde! Gut, erstmal was essen. Sonst krepieren wir hier noch an der Krepierung. So. Knochenjob hier. Hallo? Eigentlich kann ich jetzt so oft drücken, wie ich möchte, ne? Aber wenn ich ins Leere drücke, verbrauche ich ja die Maschine nicht, ne? Das heißt, ich kann einfach drücken, wie ich möchte. Yeah! Macht die Sache wesentlich einfacher. Hä? Dann glaubt nicht hin. Ah, nach Umarbeiten ist halt echt kacke. Aber gut. Die Frage ist, gehen wir halt noch mehr in die Breite oder lieber nicht? Das ist halt die Frage. Weil wenn wir noch weiter in die Breite gehen, ich glaube, dann gehe ich lieber doch erstmal einen Stockwerk hoch. Aber es ist halt. Die Frage, bis wohin lohnt es sich hochzugehen? Ich meine, eigentlich bis 500, ne? Das heißt, bis 200. Das heißt, solange. Oh. Haben wir noch ordentlich Spiel. Was das angeht. Whoa.
Verdammt. Siehst du, mit der Spitzhacke reiche ich ja auch nicht weiter, ne? Von daher kann ich auch mit der Spitzhacke arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass ich damit die Decke ruiniere. Weil es sowieso sinnfrei ist, weil die Decke sowieso, so wie da, an manchen Stellen sowieso rumramponiert, weil einfach Zeug, das runterfällt, also Sand oder Geröll oder beides. Und Akku leer. Und wie viel haben wir? 7. Oh. Und wir haben noch so viel vor uns. Ich glaube, ich gehe einfach in den Flugmodus. So, wollen wir jetzt uns gucken hier. Was jetzt? Achso, nach unten. Ja. Jetzt können wir endlich mal unsere Dinger hier testen. Sehr schnicker. Und währenddessen haben wir immer Zeit, die Sachen hochzubringen. Und vielleicht nochmal unsere Beete abzuernten. Wobei ich jetzt gerne mal endlich mal meine Taschen leer machen würde vorher. Wobei, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. So. Also hier, die Backpacks meine ich. Nee. So. Weil hier ist halt massenhaft Geröll drin. Was halt so keine Sau braucht. Hier ist sogar noch Holz drin. Ah komm, ich mach mal leer. Bevor es mich dann in den Wahnsinn treibt. So, das heißt, du kannst mich mal nach da. So, du nach da. Du auch noch da. Weg, weg. Weg. Du auch. Ah ne, du warst da unten. Du auch, glaube ich, auch. So, Holz kann hier unten rein. Du kommst. Oh, der Schluck auf, Alter. Was ist los? Dahin. So, das heißt. Genau, habe ich alles hier. So, da sieht es schon fast ein bisschen leerer aus. Wetter. So, restliches Zeug kann ich behalten. Das brauche ich unter Umständen. Das brauche ich sowieso. Ein bisschen Reserve essen kann nie schaden. Gut, Geld könnte noch weg, aber kommt eh immer wieder. Well, let's go. So, wie sieht es denn aus mit noch ein paar Blaubeeren? Zum Glück haben wir davon noch massig. Sehr geil. Oh, wie schnell Dinger voll sind, ist so geil. Das gefällt mir. Sehr gut. So. Jetzt mal hier. Okidoki, das passt. Und jetzt, tada. So. Ah, sogar schon mal Bumm gewachsen. Nehmen wir mal wieder hier die Axt mit. Der Bumm ist ja hochgewachsen. Sehr gut. Und die sind wir bitte komplett. Und ich wieder bis zur Hälfte. Dankeschön. Hier nur am Rumrennen, weil ich bis nach Japan fliegen. Ist ja schlimm, ist das. So. Okay. Dann. Du nach da. Du nach da. Du nach da. Wo er jetzt hier war, keine Ahnung. Ich mach dich einfach mal nach. Achso, da ist schon einer. Weißt du was? Dann kommst du direkt daneben. Oh. Achso, das kann der da nicht hin. Oh. I have no idea. So, eigentlich kannst du nach da. Ja, wenn die Bäume ein bisschen enger stehen, ist auch nicht so schlimm. Solange wie sie sich die nicht gegenseitig Licht klauen.
Sollte das kein Problem sein. Mal gucken. So. Achso, halt. So. Okay. Holz kann auch noch da rein. Perfekt. So, was ist hier los? Danke. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal. Also mein Fuß ist jetzt bei 200. Mein Fuß müsste eigentlich bei 303 sein, ne? So, jetzt bin ich aber genau in der Kante. Das heißt, ich müsste jetzt so abbauen, damit ich alles bis minus 200 abbaue, richtig? Keine Ahnung, let's go. Also siehst du, bis dahin ist Zeug. Weiter höher dürfte es aber nicht mehr sein. Das heißt, dann bauen wir uns jetzt hier nochmal in die Breite und dann ab hier dann auch runter. Dann haben wir jetzt die gesamte Höhe. Genau. Sehr geil, direkt 4 Stück. Geht doch noch höher. Verdammt, bis wohin geht das denn? Oh, das war einmal falsch. Na egal. Nur aufpassen, weil ne, obwohl so tief fällt man nicht. Irgendwie das immer gerade ein bisschen hinterher. Oh, noch höher? Aber jetzt, Sabalot hier. Ich dachte bis minus 200. Okay, wisst ihr was? Jetzt auch blöd. Ich wollte jetzt halt reingehen und cheaten und gucken, bis wohin das geht. Aber guck mal, hier ist das immer. Ich dachte bis minus 200. Wir sind aber schon über 200. Also der Block ist auf jeden Fall über 200. Gut, da gehen wir halt mit jedem Ring noch eins höher. Doch wird er wohl hinauslaufen. Ja. Ich fühle mich benutzt und verraten. Hallo? Oh, ein bisschen fällt da rein. Da. Ups, das war ein bisschen daneben. Hier müsste es sein. Es geht noch höher. Ich fühle nicht mehr. Okay, aus Ende. Jetzt müssen wir erstmal nachgucken. Jetzt will ich erstmal ganz so gucken. Bis wohin geht denn das? Verfluchte Dragonfire One. So, Creative Server als Ronix. Und jetzt gib ihm. Das ist gerade jetzt falsch. Und der war richtig. Dachte, ich habe die letzte Taste zweimal gedrückt. Geht überhaupt was? Nee, ne? Gut, okay, ich will mal ganz kurz. Ich hab Bock, das Ding jetzt erstmal hier bei OBS einzuordnen.
So, ich muss mir erstmal ganz kurz gucken. Blöcke gehen einfach so hoch, wie sie wollen. Ah, kann man jemand diese scheiß Fast deaktivieren? So. Ich glaube, ich habe die oberste Kante gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fliege mal noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich habe die oberste Kante gefunden. Es wäre zumindest seltsam, würden jetzt Blöcke auftauchen, die noch höher sind. Ich rede, weil ihr gerade nichts seht und damit es für euch noch etwas unterhaltsam ist. Also bitte geduldet euch, der Zug fährt gleich ein. Ja, okay, das macht voll Sinn. So, ich habe jetzt den höchsten Punkt gefunden, wo ich dies gefunden habe. Das heißt, an diesem Punkt können wir einfach da machen, und da machen und da machen. Und da ich auf einer Leiter stehe, müsste ich, wenn ich jetzt meinen richtigen Mindtest wieder aktiviere, auch auf der gleichen Stelle kommen, wo wir waren. Ich meine, ihr müsst jetzt vielleicht gesehen haben, wo ich war, durch die Kamera. Da. Mal gucken. Na. So. Das hier ist der höchste Punkt. Also die Blockreihe ist die höchste Blockreihe, wo ich Uran gefunden habe. Und das ist. Ich kann nicht mehr laufen. Das ist bei minus 190. Ah, minus 192. Okay, das macht Sinn. Das ist sogar eine Zahl, die sehr. Aber warum 192? Also dann doch eher lieber 256 oder sowas. 192 ist doch eher eine komische Zahl. Ja, okay. So, das heißt, hier müssen wir jetzt arbeiten. So. Hängt der Server gerade so? Wir sind da alles on. Oh, nee. Cool, das erste Klick geht immer ratzfatz. Bumm, sofort. Aber jetzt weitere Klicken dauert dann ewig. Hat dieses Werkzeug einen Cooldown oder was? Ist ja schlimm, ist das ja. Ah, jedes weitere Klicken dauert immer ewig. Jetzt wieder nicht. Achso, Akku leer. Verdammt. Irritierend. Sehr irritierend. So, auf jeden Fall müssen wir uns das jetzt auf der Breite komplett ausbreiten. Also so richtig hart. Dann einfach so lange, wie wir Bock drauf haben. Auch wenn das gerade mit dem. Ist das ja schlimm, ist das ja. Der hängt ja voll. Jetzt geht's. So, die Frage ist: Müsste ja gleich. Achso, eins muss noch rein, ne? Ja, muss noch eins rein. Genau. Uran! Oh, sogar gleich so viel. Gefährlich. Wenn ich versuche mich jetzt richtig konisch. Heißt das so? Keine Ahnung. Also in alle Richtungen gleichzeitig auszubreiten. Soll das auch ein bisschen stylisch ist, ne? Und nicht einfach nur so in die Klotz da. In die Klacks da. Klacks. So ungefähr so. Also die meisten Uran-Dinger, die gingen bis zu dieser Höhe. Aber ab und zu habe ich auch welche gesehen, die hier in der Höhe waren. Deswegen habe ich sicher aber noch eins höher gemacht. Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Das können wir eigentlich besser ausschalten hier. So, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt nochmal eins rein. Und ab hier wird es nämlich jetzt anfangen, hier wird es nämlich jetzt an, dunkel zu werden. Oh, Akku leer. Verdammt. Home. We need more power, power, power.
Achso, halt, falsch. Was will ich denn hier? Hier will ich rein. Let's go. Und let's go. So, und wir können die Zeit gleich immer nutzen, um hier die Sachen mitzupacken. Zum Beispiel das. Und das war's schon, das meiste. Der Rest kann eigentlich drinnen bleiben, weil das Rest. Ne? So, sehr geil. Aber was man machen kann, ist die dann hier nach unten packen, dass sie auch immer schön extra sind. Ja, und ich glaube, die packe ich hier doch mal weg. Wupp und wupp. Und ganz ehrlich, du kannst auch erstmal nach da oben. Nein, du nicht. Nach da. Du nach da, du nach da. Das sind die Sachen, die ich immer bekomme. Von daher. Und leider kann ich auch erstmal nach da oben. Die werde ich jetzt vorläufig auch erstmal nicht brauchen. Und ganz ehrlich, wenn doch, an meine Tasche komme ich ja relativ schnell ran. Also, pff, drauf geschieselt. So, läuft doch. Beziehungsweise der Sand kann eigentlich sogar auch direkt weggepackt werden. Ach, leck mich. So. Schon fertig, Alter. Ah, ist das cool. Das ist geil. Das muss da, so muss das sein. Bob. Bob. Und. Let's go. Oh, oh. Guck mal einer an, ja. Problem ist aber nur, ich weiß nie, welchen Baum ich wo angepflanzt habe. Verdammt. So, du nach da. Ist doch schon wieder was. Hallo? Flüchtet dieser Block einfach vor mir, was denn da los? So. Wir haben davon aber zwei Dschungel, da wir haben da einen und da einen. Dann würde ich mal sagen, machen wir da wieder so einen hin. Bop. Den Rest klatschen wir einfach wieder mit sowas hier voll. Ungefähr so. Ja. Oh. Hallo. So. Bob. Bob. Und ganz ehrlich, Bob. Umso mehr Holz haben wir. Hoffe ich mal. So, jetzt können wir nämlich das Zeug wieder hier oben reinschmeißen. Und können die Sachen wieder rausholen. Die hier. Ist das nicht genial? Und wir können einfach direkt unten reinspringen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist unser Ding? Ach da. So, damit wir nicht schon komplett durcheinander kommen, mache ich hier mal. So. Ja. Whatever. So, jetzt haben wir ganz viele dunkle Ecken. Aber wir gehen noch eins weiter rein. Das ist wirklich dunkel. Warum ist es hier dunkler als da? Bin ich hier richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist auch richtig. Aber warum? Warum ist diese so? 1, 2, 3, alle von hier. Ja, ist auch dunkel. Ah, vielleicht doch ein bisschen zu groß hier. Eine Reihe fehlt da noch. Verdammt.
Eigentlich wollte ich. So, packen wir jetzt nicht mal ein paar Fackeln hin. Oh, hier fehlt auch noch eine Reihe. Hopp. Hopp. Die Fackel wird so oder so früher spielen. Ach nee, das Grafik unten brauchen wir erstmal nicht ab. Von daher. So. Jürgen, weiter Text. Jetzt geht es wieder richtig flott. Und jetzt wieder nicht. Achso, Akku leer. Das ist ja total verwirrend hier. Guck mal, wie flott das wieder geht. Holy moly. So bitte immer. So, und jetzt mache ich am besten einfach nochmal immer in die Ecken ein paar Fackeln. Aber eben so dürfte es ja zu dunkel werden, ne? Oh ne, geht noch. Also muss ich nur alle zwei rein immer mal Fackeln machen. Akku leer. Verdammt normal. Geht so schnell, Alter. Wie schnell das. Alter. Das alles haben wir in, weiß nicht, 5 Minuten ausgebaut. Naja, gut, sagen wir mal 10 Minuten. Oh, 20 Minuten. Aber wie schnell das geht, das ist so krank einfach. Holy moly, das ist doch nicht gesund. Ich glaube, das wird, wenn wir hier hinten die Reihe lang bauen, wird hier in der Ecke doch echt dunkel. So, mal gucken, ob es klappt. Ich meine, hier haben wir jetzt auch so weit im Dunkeln. Ja, ja, doch, kann man schon so machen. Nur irgendwann wird es halt hier in der Mitte auch dunkel. Das heißt, hier müssen wir auch anfangen, Fackeln zu setzen. Ja, na egal. Gucken wir jetzt mal nächste Folge. Bis dann.